schon mal einen geschossen. Ein Bär. Einmal. Der hat oben gefunden, er. Oder ich hätte es geheißen. Eine Patrone im Maul bringt Glück auf den Bärenjagd. Er denkt, nach der alten Brüche darf man den Bär nicht schiessen. Nur im Notfall. So wie du es gesagt hast. Fallen stellen, fallen leeren, das Hütendach vom Schnee freischaufeln, einführen, das Nachtkochen, das Obenhütten. Ein Haufen zu tun. Der Tag jagt die Nacht. Im Sommer vergiss ich sammeln, wie allein da man ist. Ivan hat schon recht, nimmt uns alle gesehen. Dort vorne verschwindet die Spur. Führt in seine Höhle. Macht also doch den Winterschlaf. Ist einfach ein Spar dran. Wenn er schlaft, ist er nicht gefährlich für uns. Rätselig wird es noch, wenn er so einen Hunger hat, dass er verwacht. Dann können wir ja wieder heim. Die Fallen stellen sich nicht von allein. Stimmt. Es ist Knochenarbeit. Allein weil auf sich selber gestellt. Richtest du das da bei? Dreht dich niemand zurück ins Dorf. Du musst selber schauen. Es ist kalt. Es geht schon. Ist eine Umstellung, gell? Den ganzen Tag schon raus sein. Sonst gehen wir nochmal zurück und du einführen. Ich komme dann auch. Es geht schon, habe ich gesagt. Was meinst du? Eine saumässige Kälte. Der Schnee liegt Meter hoch. Um jedes bisschen Weg musst du kämpfen gegen den Zeigerwald. Das ist ein unfreundlicher Gastgeber. Er duldet dich, aber ab und zu wirft er dir einen Baum über den Weg. Aufs Dach. Einfach zum dir sagen, ich bin der Chef. Oh! Ah! Wer ist? Oh, eingeklemmt! Dreck gefallen! Nur noch die, dann haben wir's. Warte doch! Mach es schnell allein! Nach ein paar Wochen ist es besser, Philby. Wünsch dir deinen Alltag, die Einsamkeit, die Kälte, die müde Knochen. Irgendwann stehst du am Morgen auf, kommst aus den Hütten raus und dann siehst du es. Ein perfekter Wintermorgen in dem schier endlosen Tigerwald. Und du denkst, was will man mit? Gut, dann wird es ziemlich ein Heim zu. Schön wär's. Was? Schön wär's, wenn wir heim zu könnten. Du bist müde, wenn du jetzt Nacht im Bauch und wieder ein bisschen wärmer hast. Dann seht ihr schon wieder. Bin ich immer noch nicht gern da. Wir müssen zurück in die Hütte, bevor sie dunkeln. Riss dich am Riemen. Das ist nicht für jeden. Der Winter im Tigerwald. Es gibt immer die das Gefühl haben, sie verpassen etwas. Dabei. Passieren tut ja doch nie nichts in unserem kleinen Dorf am Ufer vom Jenisei.